Hamburg am 10. November 2014. Der zweite DVCT-Kongress unter dem Motto Zeit für Qualität fand im Radisson Blue Hotel am Dammtor statt. Jetzt im Interview Carsten Drath, Executive Coach und Managing Partner bei Leadership Choices. Was macht das Thema Resilienz für Manager so relevant? Unternehmen sind heute damit konfrontiert, dass es ständig zu jeder Zeit mehr Aufgaben gibt, als erledigt werden können, mehr Informationen, als verarbeitet werden können. Wenn ich als Manager an der Stelle nicht gut aufgestellt bin, dann macht mich das früher oder später kaputt. Dasselbe gilt für die Mitarbeiter. Das heißt, was es braucht, ist die Kompetenz, mit der eigenen Begrenztheit der Möglichkeiten umzugehen. Auf Deutsch Nein sagen lernen. Wir nähern uns von dem Ansatz, dass Resilienz eigentlich eine gute Art der Selbstführung ist. Das heißt, nur wenn ich mich selbst gut führe, bin ich auch in der Lage, meine Mitarbeiter gut zu führen und im Sinne eines Vorbilds, auch im Sinne guter Führung, in der Lage zu sein, ein gutes Resilienzfeld zu gestalten. Was hat ein Manager davon, sich mit dem Thema Resilienz zu beschäftigen? Am Schluss geht es immer darum, wie gehe ich mit meinen Ressourcen um. Auch ein Manager hat Grenzen. Die sind sehr belastbar, sehr strukturiert, sehr diszipliniert, aber irgendwann gibt es Grenzen. Und wie gehe ich damit um, dass ich nicht immer alles schaffen kann? Wie gehe ich damit um, wenn Sachen mal nicht funktionieren? Wie gehe ich mit diesen Niederlagen, mit diesen Rückschlägen um? Wie verarbeite ich die intern? Das heißt, eine Stärkung der Resilienz ist auch eine Stärkung der Kompetenz, um mit Niederlagen und Widrigkeiten allgemein umzugehen. Und das ist für Manager interessant und natürlich auch für ihre Mitarbeiter und für die Führung des Unternehmens im Allgemeinen. Was hat ein Manager davon, sich mit dem Thema Resilienz zu beschäftigen? Ich glaube daran, dass gute Führung letztlich auch immer gute Führung von der eigenen Person ist. Das heißt, Resilienz ist letztlich die Fähigkeit, sich selber gut zu steuern und damit auch als Vorbild zu wirken für die Teams, für die Mitarbeiter. Und das ist eine zentrale Fähigkeit und deswegen ist es für Manager heute absolut relevant. Wie sollten sich interessierte Unternehmen diesem Thema nähern? Wir erleben ein großes Interesse an diesem Thema, auch eine gewisse Unsicherheit, wie gehe ich an das Thema ran. Weil es ist ja erstmal, es wird leicht mit Schwäche verwechselt. Wenn ich darüber reden will, habe ich dann vielleicht ein Thema mit irgendwas, bin ich dann nicht stark genug? Und wir haben die besten Erfahrungen damit gemacht, mit dem Thema über Vorträge, Keynotes, bei Versammlungen, bei Managementkonferenzen, dort einen leichten Eintritt zu schaffen, dann dort sozusagen ein Forum zu haben und jemanden, der das Ganze sponsort und dann mit einzelnen Workshops im Top-Management anfangen, denn dann wird es auch für die Mitarbeiter weiter unten sozusagen, wird die Erlaubnis gegeben, man darf das auch machen, dann ist es auch in Ordnung. Welche Mehrwerte gewinnen die Unternehmen in der Zusammenarbeit mit Ihnen? Durch die Zusammenarbeit mit uns können Unternehmen lernen, besser damit umzugehen und die Ressourcen ihrer Mitarbeiter sinnvoller einzusetzen. Dankeschön. Mehr Informationen erhalten Sie hier. Sie wünschen Beratung zu diesem Thema? Nehmen Sie gern Kontakt auf. Caridio Image und Eventfilmproduktion.